Karel Güss ist unbestritten einer der bedeutendsten Künstler seiner Zeit. Ein Künstler auch jenseits aller Normen. Ein Künstler, der einen anderen Weg innerhalb der Moderne gesucht hat und gefunden hat. Weil Güss hat sich als figurativer, als gegenständlicher Maler mit vielen Genres beschäftigt. Stillleben, mit Porträts, mit Landschaft und auch mit dem Akt. Und Güss ist, bei allem, was er auch noch ist, ein ganz, ganz großartiger erotischer Maler. Und es geht bei Güss sehr, sehr oft einfach um dieses Stadium zwischen Kindsein und Erwachsenwerden. Und er hat das nie anzüglich getan, sondern auf einer sehr hohen künstlerischen Übersetzungsleistung. Zu diesen Aktdarstellungen gehören auch die Polaroids der Spätzeit. Sie gehören einfach deswegen dazu, weil sie einerseits Güss als Studien gedient haben für seine Gemälde, aber andererseits die gleiche künstlerische Übersetzungsleistung zeigen, die wir auch in seinen Bildern finden. Das sind ja nicht bloße Abbildungen, sondern das sind wirklich Interpretationen eines Gegenstandes, einer Figur mit der Kamera. Und es hat ihn auch das Medium interessiert. Das Medium Fotografie, das ja damals sozusagen auch im Zusammenhang mit Malerei und Wichtigkeit von Malerei und Fotografie heftig diskutiert worden ist. In den letzten 10 Jahren seines Lebens arbeitet Güss mit dem Polaroid. Es ersetzt dem altersschwachen Maler die händische Skizze, die er, wie er selber sagt, sich nicht mehr imstande sieht, auszuführen. An die 10 Jahre hindurch kommt jeden Mittwochnachmittag ein junges Mädchen zu ihm, Anna Wali, die Tochter des ansässigen Arztes, und Güss inszeniert sie immer am gleichen Ort, in der gleichen Ecke des Studios, auf einem Divan sitzend. So dokumentiert er in unterschiedlichen Lichtverhältnissen, in unterschiedlichen Stimmungen dieses junge Mädchen, die über die Jahre hindurch zuerst mit einem hochgeschlossenen Karo-Schulkleidchen, später in einem Brokatgewand dargestellt wird. In den späteren Jahren liegt sie etwas auf dem Sofa und ihre Brust ist halb entblößt, und durch ein sehr geblurrtes, verschwommenes Licht sehen wir immer wieder die gleiche Komposition, künstlerisch zugerichtet, so wie sie der Maler als Vorstudie für ein mögliches Gemälde Zeit seines Lebens immer gearbeitet hat.